Eigentlich habe ich heute gar nichts weiter vor, außer mich ein bisschen bewegen. Und weil der Mensch ja doch irgendwie immer ein Ziel braucht, habe ich mir drei Hütten ausgesucht. Ja, kommt einfach mit. Servus, Grüezi und Hallo von dieser ersten Hütte. Und hier ist so viel los, die gehen mir alles derartig auf den Senkel. Nee, also direkt weiter hier. Ja, ich bin endlich vom Hauptweg weg. Ach, ich habe zwar damit gerechnet, dass am zweiten Weihnachtsfeiertag viele Leute auf der Waldautobahn rumrennen, aber dass das so viele sind und das auch kurz nach 12, wo ich denke, da sitzen die alle beim Mittagstisch und müssen ihren Verdauungsspaziergang erst später machen. Nee, das hat irgendwie nicht geklappt. Nicht nur Spaziergänger gibt es hier in rauen Mengen, sondern offenbar auch Wildschweine. Also sowas Zerfurchtes wie hier auf dieser Lichtung habe ich noch selten gesehen. Das hier ist einer der kleineren von vielen Fischteichen, die es hier im Wald gibt. Das geht zum Teil sogar bis aufs Mittelalter zurück, die Teichwirtschaft hier. Ganz interessantes Kapitel. Jetzt komme ich auch so langsam in Wanderlaune. Ja, der Anfang, der war schon ein bisschen zäh, ging damit los, dass ich aus dem Bus ausgestiegen bin und dachte mir, ach Gott, ne, wärst du noch zu Hause geblieben. Aber gestern Abend, ja, war das dann doch mindestens eine Flasche Rotwein zu viel, die wir getrunken haben. Aber wer saufen kann, der kann auch laufen. Ja, und jetzt ist eben alles wieder gut und dann ist mir auf dem Weg hierhin noch mein Deppenzepter hingefallen und oben die Befestigung für die Kamera abgebrochen. Gut, das ist jetzt kein großes Drama, habe ich Ersatz zu Hause, aber heute eben nicht. Da muss ich mir mit der Weitwinkeleinstellung helfen und am ausgestreckten Arm die Selbstporträts machen. Deswegen gibt es da, glaube ich, diesmal auch nicht so viele von. Ist ja vielleicht auch ganz gut. Was mich so richtig freut, ist, dass wir hier einen gesunden Laubbaumbestand haben. Gut, da steht auch mal ein Nadelbaum zwischen, aber das ist nicht wie bei uns sonst in der Gegend, dass da Fichtenmonokulturen sind und die fallen dann um beim ersten Sturm oder der Borkenkäfer ist drin. Das ist hier alles nicht der Fall. Das ist schön. Hatte ich nicht gerade noch davon gesprochen? Naja, und so wie hier sieht es bei uns leider an vielen Stellen aus. Und die Verjüngung ist dann auch gleich wieder Fichte, was ich nicht verstehe. Hier gleich nebenan, Buche, Eiche, die Bäume stehen. Nochmal zur Erinnerung, das sollte ja eine Hüttentour werden. Und ich habe jetzt die zweite Hütte gefunden. Die Hütte ist mal leider wieder vollgeschmiert und zugemüllt. Naja, ich habe es mir draußen gemütlich gemacht. Das geht bei den Temperaturen von fast 10 Grad natürlich auch. Das sieht jetzt so aus, als sei ich hier irgendwo, wo ich nun definitiv nicht hin wollte. Ja, da bin ich irgendwo eben falsch abgebogen. Naja, gut, so schlimm ist das aber nicht, weil ungefähr weiß ich, wo ich bin. Da hinten ist wieder der Fernsehturm und wenn man auf den zugeht, dann kommt man automatisch
auf die B56 und da gibt es dann auch eine Buslinie. Also eigentlich alles nicht schlimm, nur auf die dritte Hütte. Da würde ich jetzt wahrscheinlich pfeifen müssen. Das ist ja mal ein interessanter Drehwuchs. Und das da oben sind, glaube ich, Judasohren. Ich glaube, die kann man sogar essen. Ich bin nicht ganz so gelaufen, wie ich das eigentlich vorhatte, aber das ist auch egal, war trotzdem schön. Ich habe jetzt die Abzweigung gefunden, wo ich wieder durch den heimischen Wald nach Hause komme. Das sind jetzt noch ungefähr 6 Kilometer. Die werde ich jetzt zum Teil noch im Dunkeln abreißen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Taschenlampe habe ich ja mit. Und ansonsten war es eine schöne Tour. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich bitte wie immer, wenn es gefallen hat, um einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn noch nicht geschehen. Vergesst dabei die Glocke nicht, weil sonst schmeißt YouTube das Abo irgendwann wieder raus, blöderweise. Ja, und ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zugucken und tschüss.